FC Linz gegen Casino Salzburg. Der Einstand des neuen Trainers Hubert Baumgartner. Torfestspiele in Steyr. Vorwärts gegen Flavia. Hallo und herzlich willkommen bei Tor, heute ausnahmsweise mit mir und nicht mit meinem Kollegen Ernst Hausleitner. Der liegt nämlich zu Hause mit einer Grippe im Bett und wir wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute und hoffen, dass er am Freitag wieder bei uns im Studio ist. Wieder bei uns im Studio ist nach seinem Urlaub auf Ibiza der Alex Speer. Hallo Alex. Guten Abend. Ciao. Gut gebräunt, ausgeruht, frisch, fromm, wie immer, war er am Samstag oben beim Stadion, hat sich den Einstand des Hubert Baumgartner beim Spiel FC Linz gegen Salzburg angeschaut. Alex, die Frage, wie hat der Hubert Baumgartner die Mannschaft verändert? Auf welchen Positionen hat er anders gespielt als sein Vorgänger, der Willi Rutensteiner? Ja, zwangsläufig auf der Manndecker-Position, dort hat der Frenier gespielt, weil die anderen beiden verletzt sind. Und meiner Meinung nach überraschend, dass der Betagnon nicht gespielt hat, weil der war in den letzten Spielen eigentlich immer der Beständigste. Der Hubert Baumgartner hat ja jetzt eigentlich sehr viel zu tun gehabt, und zwar vor allem moralisch die Mannschaft wieder aufzubauen, wieder in sie zu glauben, die Leute, dass sie wieder an sich glauben. Was ist da das Wichtigste eigentlich? Wie macht er das konkret? Wie geht man da vor in so einer Situation als Trainer? Ja, wie macht er das konkret? Das ist eine interessante Frage. Nein, da geht es eigentlich darum, dass der Hubert Baumgartner, glaube ich, ein ganz ein guter Trainer ist und ein guter Psychologe, und der hat ja bei St. Pölten schon super Arbeit geleistet, ist dann bei Rapid gewesen. Und ich glaube, dass er psychologisch unheimlich viel drauf hat. Und jetzt kann er nur mehr nur psychologisch arbeiten. Weil im Trainingsbetrieb, da muss er ganz normal weitergehen und die Burschen halt die Relegation für die Relegation vorbereiten, dass sie dann da im Kopf so frei sind, dass sie auch an sich glauben, um eben das zu schaffen, in der ersten Division zu bleiben. Ja, und wie der Hubert Baumgartner mit dem FC Linz am Samstag gegen Salzburg abgeschnitten hat, das schauen wir uns jetzt an. Ja, man sieht hier Hubert Baumgartner vor dem Spiel sichtlich nervös und angespannt. Genauso wie sein Kollege gegenüber, der Heribert Weber. Es waren eigentlich mehr Salzburger Fans als Linzer Fans, obwohl da die Linzer eingeblendet worden sind. Diese Szene ist jetzt, glaube ich, typisch für den Verlauf von der ersten Halbzeit. Die Salzburger machen Druck, greifen an, sind zweikampfstärker. Der FC Linz eigentlich nur in der Verteidigung zurückgedrängt. Ja, wobei man sagen muss, die erste Halbzeit hat man überhaupt vergessen können. Das war eigentlich eine Katastrophe. Vom FC Linz. Die Salzburger hätten eigentlich 3-4-0 führen können, ja vielleicht sogar müssen. Hier zu sehen immer Kopfball vom Laszlo Klaus, beziehungsweise mit einer berechtigten Reaktion vom Hubert Baumgartner drauf. Laszlo Klaus, glaube ich, war für mich einer der besten Männer am Feld. Ja, wenn er die ganzen Chancen nur verwertet hätte, dann war er wahrscheinlich mit Abstand der Beste gewesen. So hat er zum Glück für den FC Linz ein Tor geschossen. Hier einer der wenigen Versuche des FC Linz, noch vorzuspielen, einen Angriff zu starten. Es blieb dabei. Das war eigentlich ein Gemurkse vom FC Linz in der ersten Halbzeit. Und da sehen wir eigentlich jetzt, der mir sehr gut gefallen hat, das war der junge Ibertsberger, der wieder mit einer Flanke auf den Klaus und der beste Mann der Linzer. Eindeutig der Selko Babovic. Ja. Der also diesen. Ist eh der beste Torhüter in der ersten Division. Das sage ich jedes Mal wieder, aber und das hat sich da wieder bestätigt. Man steht auch hier sicher auf der Linie. Hervorragender Mann. Ich glaube, jetzt kommen wir eh schon zum. Jetzt kommt noch eine Chance vom FC Linz, wobei der Manfred Czak hier noch einen Schuss abbringt und der noch abgefälscht wird. Wobei der Suslov eigentlich schon in der falschen Ecke gewesen ist und noch hervorragend reagiert hat. Und die Linzer da vielleicht sogar etwas unverdient zum Führungstreffer gekommen werden. Hingegen den Führungstreffer geschossen hat dann Salzburg. Puh, das war ein katastrophaler Unfall. Wobei der Laszlo Klaus da Muttersen allein im Strafraum herumgeirrt ist, dementsprechend die Miene von Hubert Baumgartner. Ja, da hat die Abstimmung überhaupt nicht gestimmt. Bis da ein Mann zu ihm kommt, hat der schon geschossen und der Pavlovic keine Chance. Er hat zwar noch probiert, dass er einen Winkel verkürzt. Zweite Halbzeit, ein Freistoß vom Zoran Barisic. Seine beste und einzige Aktion in dem Spiel. Also der wäre fast Training gewesen. Ja, man hat eigentlich nicht wirklich gewusst, ob er jetzt mitspielt oder nicht. Die anderen Minuten, sage ich einmal so. Er ist eh dann kurz darauf ausgetauscht worden. Und jetzt sehen wir eigentlich den schönsten Angriff der Linzer im ganzen Spiel. Herrlich vom Brenner, dann abgelegt. Und Madlener zieht wohl eh durch. Das war wirklich ein Traumtor. Hat genau war, gepasst. War ganz ein schöner Spielzug. Man muss dazu sagen, mit den Spielzügen hat es ja beim FC Linz, waren ja nicht massenweise vorhanden.
Und daher ist natürlich die Chancenausweitung sehr gut gewesen bei den Linzern. Das stimmt. Dementsprechend die Freude und Reaktion von Hugo Baumgartner. Ja, ich glaube, da geht ein Ruck durch die Mannschaft und sie werden jetzt ein bisschen offensiver werden. Dem war nicht so, die Salzburger waren weiter am Drücker. Man sieht hier Franke. Franke, wieder Klaus ist es eigentlich. Und wieder Pavlovic. Also das Duell war. Fortsetzung aus der ersten Halbzeit. Und dann eine der wichtigsten Szenen überhaupt. Wir lassen es jetzt einfach mal ohne Worte stehen. Hubert Baumgartner bearbeitet den jungen Stefan Hartl. Man muss sich mal den Blick von dem jungen Mann anschauen. Also der hat richtig heiß auf diesen Einsatz gewesen. Das kann man ein bisschen vergleichen, so wie mit einem Boxer. Trainer plus Boxer in der Runde, in der Pause. Er suggeriert ihm offensichtlich wirklich das ein. Und der Hartl war natürlich dann gleich in Aktion, obwohl da unbewusst er dieses Foul verursacht hat, was nicht einmal wirklich ein Foul war. Wo ich meiner Meinung nach auch nie ein Foul gepfiffen hätte. Aber und wo dann die FC Linzabwehr das richtig verschlafen hat. Wieder taktischer Fehler beim Freistoß, einfach nicht aufgepasst, keiner hat den Ball gesperrt, das ist natürlich ein Wahnsinn. Das sieht wahrscheinlich der Trainer genauso und er hat sich dementsprechend. Und sowas darf eigentlich nicht passieren. An und für sich nicht, ist aber schon was passiert. Aber da muss man sich halt konzentrieren. Ja, das sind dann 2 Minuten vor Schluss das Geschenk des Toyota Suslov. Ja, das Geschenk, aber sie haben eigentlich nur gedrückt und haben an sich geglaubt und dadurch ist auch das Tor gefallen. Also da muss man einer ja ein Lob aussprechen, weil ich mir nicht gedacht, dass sie es noch schaffen werden. Vielleicht war es nicht ganz verdient jetzt von der Spielsituation her, vom gesamten Spiel, aber im Endeffekt, sie haben das 2-2 gemacht und das war immens wichtig. Das sieht auch die ganze FC Linz Bank so. Der Peter Njot, der kurz zuvor eingewechselt worden ist, hat die Flanke gegeben. Schiedsrichterassistent verweist den Trainer. Aber die haben so erfreut. Es ist super, wenn man so einen Trainer sieht, dass sie einer so freien kann. Eisenkök, Zellhofer, Baumgartner. Die zwei cool Leute, die ehemaligen. Und das war's dann, glaube ich, schon. Genau, das war's. Schiedsrichter pfeift ab, die 90 Minuten sind vorbei, 1-2. Und jetzt die Stimmen. Es ist natürlich auch nicht leicht gegen Austria Salzburg spielen, die wollen immer Meister mitspielen und mir als die Mannschaft, die Relegation schaffen will, das haben wir eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht ausgeschaut und ich glaube, im Endeffekt war das 2-2 verdient, finde ich. Bevor du eingewechselt worden bist, hat der Neo-Trainer Hubert Baumgartner relativ lang mit dir gesprochen. Was hat er da für Worte gefunden? Hat er dich besonders motivieren müssen? Ja, genau. Er hat zu mir gesagt, dass ich jetzt einiges soll und soll die Spiel entscheiden. Das habe ich auch gemacht. Also leider nur 2-2, aber das 2-2 hat mir lieber gewesen. Im Großen und Ganzen bin ich mit der Mannschaft zufrieden, denn eine Mannschaft, die zweimal ins Hintertreffen gerät durch eigentlich dumme Tore, sich immer wieder aufrafft und den Willen zeigt, gegen einen Titelkandidaten das Match wieder auszugleichen. Das zeigt von Charakter, das zeigt von Willen und das zeigt auch dahin, dass die Mannschaft sich ein Ziel gesetzt hat.